das, was da, zusammenkommt. Und dann kommen meine einzelnen Punkte rein. Aber die Pamphlete dazu sind wie, das sind so ein dicker Stapel, wo man alles ausarbeitet und jedes einzelne Detail. Ich kann zu jedem einzelnen Detail ein bisschen Stellung nehmen, aber das ist hier alles hier aufgeschrieben, habe ich nämlich, das wäre dann ein Buch. Die Kosten der Unterkunft und zusätzlichen Bedarfe werden nach Bedürftigkeit gewährt. Nach Bedürftigkeit gewährt. Zum Bürgergeld als Grundrente kommt eine Zusatzrente, deren Höhe sich an der Lebensarbeitszeit und Verdienstes orientiert. Mütter und Väter erhalten darüber hinaus im Alter eine Elternrente, die ihre Familienarbeit anerkennt, anders als heute bei den gesetzlichen Rentenversicherungen, die wieder nur im Arbeitslohn für die Lebensleistung ist. So. Jetzt würde ich sagen, bevor wir ins Detail gehen, Hubi, hast du Lust, ein bisschen Musik zu machen? Ein Lied, dann kann ich in der Zwischenzeit was trinken, um mein Hals wieder zu schonen. Und du musst mit mir anschauen. Der freut einfach. Hallo. Ich freue mich, dass auch alle, dass ihr da seid. Prost. 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 Toll. Ach, jetzt haben wir die Kamera um. Entschuldigung. Wie lange haben wir jetzt Hartz IV? Carlos? Wie lange haben wir jetzt Hartz IV? 10 Jahre. Ich sehe es nicht. 50 Jahre haben wir nicht schon. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Mit Hartz IV, mit Hartz IV, mit Hartz IV, mit Hartz IV. I can't get no. Okay.
Dann mache ich noch eins für die ganz armen Schweine, wofür 1 Euro noch arbeiten müssen. 1 Euro Job. Ich kratze die Hunde Scheiße, direkt vom Biergesteig. Ich pick euch die Rosinen aus dem Brockenteig. Ich gebe mir 1 Euro. Gib mir 1 Euro. Euro. Das ist ein Euro-Job-Blues. Ich putze euch ab den Hintern, ich wasche euch ab die Ohren, ich lach mich ab bei Tränen von hinten und von vorn. Gib mir 1 Euro. Gib mir 1 Euro und ich tue. Gib mir 1 Euro. Ein Nachbar, der euch nicht gefällt. Ich hau ihn in die Schnauze und das für wenig Geld. Gib mir 1 Euro. Gib mir 1 Euro und ich tue. Gib mir 1 Euro. Das ist ein Euro-Job-Blues. Ich spreng vor euch ins Dreieck, ich heb vor euch ins Reich. Ich mach dir 1 Euro. Ihr gebt jeden Scheiß, gib mir 1 Euro. Gib mir 1 Euro, ich tu. Gib mir 1 Euro, das ist ein Euro-Job-Blues. Verschickt mich heute nach Bayern oder in die Malerei. Denn für 1 Euro, da bin ich vogelfrei. Gib mir 1 Euro, gib mir 1 Euro und ich tu. Das ist ein Euro-Job-Blues. Leg ich in der Kiste, dann schreibt auf meinen Stein. Er starb für 1 Euro, er war ein armes Schwein. Gib mir 1 Euro, gib mir 1 Euro und ich tue. Gib mir 1 Euro, das war der 1 Euro-Job-Blues. Liebe Leute, bevor wir jetzt zum Tachless kommen, ne, möchte ich dennoch, falls ich was zu trinken holen will oder sowas ähnliches oder so, sollte ich es jetzt noch machen. Ne? Zwischenfragen vielleicht? Zwischenfragen, erst am Schluss. Diskussionsrunde, wir sind nicht über Ralf Bös, wir machen das nicht so, ne, wir machen das streng nach Folien, weil ich sage, es gibt so viele verschiedene Punkte da drin. Man könnte über alle Punkte könnte man diskutieren, stundenlang, und da kommt man nie zum Ende. Es sind insgesamt 29 Folien, kannst du dir vorstellen, was da kommt. So. Also die Kosten des solidarischen Bürgergeldes. Alle Bürger und Bürger, die dauerhaft aufenthaltsberechtigt in Deutschland die dauerhafte Aufenthaltsberechtigung in Deutschland besitzen, werden ein Bürgergeld in Höhe von 600 Euro pro Monat bekommen. Das sind 7.200 Euro im Jahr. Im Jahr 2010 hat Deutschland 81,5 Millionen Einwohner gehabt. Es entstehen also Ausgaben in Höhe von 586,8 Milliarden Euro brutto Bürgergeldkosten. Ich habe es brutto so schön fett gemacht, damit man das auch ganz sieht. Jeder zahlt nämlich dann 200 Euro für die Kosten des Gesundheitswesens. Da bleiben nur 400 Euro übrig als Grundeinkommen. 400 Euro schreiben wir uns jetzt nicht drüber. Okay? 21,5 Millionen Bürger in Deutschland sind über 60 Jahre alt und das Bürgergeld ist für diese Bürger eine Grundrente. Durch Zusatz- und Elternrente wird das aufgestockt. Für die 13,5 Millionen Kinder ersetzt das Bürgergeld das jetzige Kindergeld und den Kinderfreibetrag. Beim Kinderfreibetrag muss ich eins sagen, da
kann ich nur klatschen, denn das Kinderfreibetrag, wer sich mit Kindergeld auskennt, weiß ganz genau, du kriegst das Kind 184 Euro, bist du aber einer, der richtig schön Geld verdient, kriegst du für dein Kind 259 Euro. Also das macht dann nötig. Ja, genau. Das nennt man dann Gleichheit. Also ab und zu muss ich auch mal das, was gut ist, unterschreiben. Arbeitslosengeld 2 wird das durch das solidarische Bürgergeld ersetzt. Und ich glaube, darüber sind wir alle einig, dass Hartz IV weg muss. Nicht aber das Arbeitslosengeld 1. Gott sei Dank. Dürfte ich dazu noch was anmerken? Ich habe da mal was gelesen, dass in anderen Ländern dieses Arbeitslosengeld 1 viel länger läuft, bis zu 2 Jahren, als hier in Deutschland. Und ich finde es sinnvoll. Das gab es ja hier auch mal. Das gab es ja auch mal, aber das ist ja schlecht, dass das ja alles so runterreduziert wurde, finde ich. Aber das ist jetzt nicht Thema dieses Vortrages, das Arbeitslosengeld. Es gibt auch Länder, die haben Arbeitslosengeld für 3 Monate. Ja, das weiß ich, aber das ist eigentlich sinnvoller für die Bürger, wenn es bis zu 2 Jahren läuft, finde ich. Das kann man aber bis zu 2 Jahre noch kriegen. Also ich weiß das von meinem Vater, der hat bis 2 Jahre genehmigt bekommen, weil er schon über einer bestimmten Altersgrenze ist. Ja, aber das muss ja nicht sein. Die Kosten des Elterngelds betragen 4,7 Milliarden. Insgesamt müssen also etwa 20 Milliarden Euro für die Arbeitslosen und Elterngeld zur Verfügung gestellt werden. So, die Besonderheiten. Also, wie ihr gesehen habt, das sind nicht die 800 Euro, die 2006 genannt worden sind, aber im Allgemeinen ist das System gleich geblieben. Wichtiger Bestandteil des solidarischen Bürgergeldes ist aber das bedingungslose Grundeinkommen. Für alle. Jede Krankenkasse muss den Versicherten zum 200 Euro Standardtarif aufnehmen. Dieses muss ein Mindestleistungsstandard gewähren. So. Das ist so ungefähr so nach dem Motto, es gibt eine Grundversicherung für 200 Euro und danach kannst du alles privat versichern, wenn man es dann weiterliest. Wenn nicht die ganzen Sachen. Die Kosten sind individuell notwendige Bedarfe, werden abgedeckt. Brutto- und Wohnkosten und so weiter. Die sind da nämlich nicht mit drin. So, jetzt gibt es hier so eine schöne Tafel. Also. Kannst du mal ganz zurückgehen, oder das ist nicht mal was? Das kommt nicht zu. Also, es werden die Kosten nachweisbar in der Welt nach den notwendigen Bedarfen abgedeckt. Das heißt also in einer Miete, dies und das und jedes, das kommt alles dazu. Das ändert sich nicht gegenüber dem heutigen Standard bei Hartz IV oder sowas ähnliches. Plus seien Sie, da wissen wir ja ganz genau, was da gesagt wird, eine Wohnung kostet hier 250 Euro, deswegen kostet deine Wohnung 350 Euro, ist dein Problem. Ja? Aber das steht da, ist da auch nicht ausgearbeitet, das ist hier nur so pauschal beschrieben. Ja? So, jetzt kommen wir zu dieser berühmten Rente von Bürgergeld. Also. Zusammen können die Rentner mit der Grundrente und Zusatzrente eine Bruttobürgerrente von 2.400 Euro erzielen. Das ist eine Einführung einer Höchstrente. Davon werden die 200 Euro für die Gesundheitsprämie abgezogen. Da bleiben also 2.200 Euro übrig. Mütter und Väter erhalten eine Erziehungsrente und so weiter. Also hier unten ist dann diese schöne Auflistung, Bürgergeldzuschlag nach Bedürftigkeit, das ist dieser, das gehört das Grüne, das müsst ihr euch erstmal jetzt wegdenken, weil das ist sozusagen das, was jetzt auch im alten System gewesen ist, wenn einer bedürftig ist oder sowas ähnliches, dann kann er noch was dazu kriegen. Dann gibt es also die 400 Euro des soziokulturellen Existenzminimums. Die 200 Euro für die Gesundheitsprämie und dann kannst du also bis zu 1.800 Euro Rente dazu kriegen. Das kann man erwirtschaften, wenn man Vater ist, wenn man gearbeitet hat. Eine Eckrente.
Ja, also wenn man Vater ist und alles so, dann, also das ist die Höchstrente. Dazu zählt, das ist irgendwie dieser kleine Trick dabei, der da drin steckt in dieser ganzen Geschichte. Es geht darum, theoretisch kannst du bei diesem Modell so 1000 Euro Rente erwirtschaften und dann kommt eben das dazu, wenn du Kinder hast, dies und das und jenes, und bei 2400 Euro ist die Kappungsgrenze. Mehr gibt es nicht. Also soll es aber in diesem Modell auch solche Sachen wie zum Beispiel, wenn du deine Eltern gepflegt hast, dafür Rentenanspruch erwerben und solche Sachen. Ja, ich halte dieses System nicht für uncool, aber mit einer Höchstrente ist auch wieder was anderes gegeben. Ja. Arbeitslosen- und Elterngeld. Ne? Die Arbeitgeber bezahlen weiterhin eine Lohnabgabensumme von 18% für eben Arbeitslosen- und Elterngeld. Diese Lohnsummenabgabe ist also keine Sozialversicherung mehr, sondern eine Lohnsummenabgabe, ne? Die wir ja seit Jahrhunderten, also seit 1870, seit unserem Pakt haben, dass wir es haben, dass die Arbeitgeber mit an der Sozialversicherung beteiligt sind, möchte Herr Althaus und so die CDU beibehalten. Wobei natürlich hierbei wieder was gegeben wird in der Beziehung. 75% dieses Betrages ist für die Zusatzrente und Elternrente, 15% ist für das Arbeitslosengeld und 10% werden als Rücklage hinterlegt. So setzen sich die 18% zusammen. Also wenn man es rechnet, 1000 Euro sind das 180 Euro. Von 180 Euro werden 130 Euro für die Rentenversicherung hinterlegt, 40 Euro für die Arbeitslosenversicherung und die restlichen paar Euro werden dann sozusagen als Sicherheit hinterlegt. Ist ein System in der Beziehung, wo man sagen kann, aber ob das jetzt so der Knaller ist, auf alle Fälle, die Arbeitgeber zahlen weiterhin den Beitrag. Es steht in diesem ganzen Konzept nichts drin, dass die Leute weiterhin Rentenversicherung zahlen sollen. Also es würde heißen, in dem Augenblick, wo es so 1000 Euro erwirbt, also verdienst, wird das, bezahlst du selbst keine Sozialversicherung mehr und keine Rentenversicherung mehr, also keine Pflegeversicherung und so weiter, das hast du alles für die 200 Euro abgedeckt. Dafür zahlt man die 200 Euro. So, die steuerfinanzierten Sozialtransfer entfallen. Das hört sich erstmal irgendwie ziemlich luftig an. Es geht hierbei darum, um die Auflistung, was alles wegfällt. Das ist die Ausgaben für die gesetzlichen Rentenversicherungen, diese 80 Milliarden, die wir im Jahre 2010 dazu geschossen haben. Letztes Jahr waren es 100 Milliarden, die wir dazu geschossen haben für die Rentenversicherung. Zweitgrößter Posten sind die Leistungen des Bundes und der Länder für Beamtenpensionen, Leistungen für Unterstützungskassen, Beihilfen, Vorruhestand. Das sind 54 Milliarden. Die zahlen weniger als Steuerzahler, zahlen wir diese 54 Milliarden. Denn es wurde ja keine Rückstellung gebildet für Vorruhestandsgelder, für Unterstützungsleistungen oder Beamtenpensionen. Das einzige Land, was sowas hat, ist Rheinland-Pfalz. Gerade frisch eingeführt. Alle anderen Länder haben das noch nicht. Baden-Württemberg ist dabei, das einzuführen, dass eine Rückstellung für Beamtenpensionen gemacht wird. Und im Jahre 2030 müssen wir mit einem jährlichen Etat bundesweit von 130 Milliarden Euro rechnen. Über 26 Milliarden betrug im Jahr 2009 das Geld für Arbeitslosengeld 2. Dieser Zuschuss von 15,7 Milliarden des Haushaltes für die gesetzlichen Krankenkassen, die kam noch dazu. Das entfällt natürlich dann auch. Dazu kommen die 4,7 Milliarden, die im Elterngeld gezahlt werden. Und die werden also nicht mehr steuerfinanzierbar ausbezahlt, sondern sind dann eben da extra in dieser 18%igen Abgabe mit drin. Steuern und Abgaben, die wegfallen. Bisherigen Einnahmen durch Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, die nicht veranlagten Steuern von Ertrag, diese drei Steuern betrachtet das öffentliche Hand im Jahr 2009 Einnahmen von über 186 Milliarden Euro. Dazu kommen die Steuern für Umsatz,
Ja, das waren 142 Milliarden Umsatzsteuer, die wir gehabt haben. Einfuhrsteuer, 35 Milliarden. Solidaritätszuschlag, 12 Milliarden. Diese entfallen alle. Das sind 375 Milliarden, diese ganzen Steuern entfallen. So, jetzt macht man sich, wenn diese ganzen Steuern entfallen, dann wird natürlich auch hintenrum wieder was draufkommen. Ja? Weil man kann ja nicht 586 Milliarden ausgeben und 375 Milliarden da ausgeben, da das Geld streichen und so weiter. Das waren ja nochmal 100 Milliarden, die vorne gekommen sind. Und das Geld muss ja wieder reinkommen. Die neuen Steuern und Abgaben. Das, die neuen Steuern und Abgaben, das ist das neue solidarische Einkommensteuersystem auf alle Einkünfte. Gut, ich glaube, das fordern wir alle, ne? Dass alle Einkünfte besteuert werden sollen. Gibt es einen, der nicht alle Einkünfte besteuert haben möchte? Und wie sieht das mit Spenden aus? Einkünfte. Ist das eine Einkunft, oder? Nein, Spenden ist keine Einkunft. Ja, möchten wir alle steuern? Wir möchten, dass es alle besteuert wird. Ist das eine Fangfrage? Ja. Ich komme zur nächsten Seite. Ich frage euch ganz suggestiv. Möchtet ihr alle Steuern und Einkünfte besteuert haben? Alle. Dann würden wir auch das Grundeinkommen besteuern. Nein. Ich rede von Einkünften. Ah ja, das ist ja auch eine Einkunft. Ja, aber momentan SGB sind diese ganzen Sachen alle. Ja, aber möchtet ihr, dass alle Einkünfte besteuert werden? Ja oder nein? Nein, und zwar deswegen, weil die Birnen im Garten, wenn man die versteuern soll, wird ja schwierig. Ist ja auch eine Einkunft, eine Naturalie. Ja, wenn ich mich ganz wegen Einkunft kommt, hat man das nicht. So. Jetzt hast du was Schönes aus dem Film drauf. Gut. Also, nochmal. Möchtet ihr, dass die Zinsen besteuert werden? Möchtet ihr, dass die Großverdiener besteuert werden? Möchtet ihr sowas? Ja. Möchtet ihr, dass sie richtig besteuert? Ja, aber... Okay, wir wollen weiter zu machen, er will das nämlich nicht. Es steht zwar da drin, aber es kommt jetzt gleich. Das war schön. Also, es soll die Höhe von 40% aller Einkünfte, auch solche aus Vermietung und Zinsen, erhoben werden. Und die soll mit einem Einkommensteuersatz von 40% besteuert werden. Also der eine Million hat, dem werden 400.000 besteuert, die restlichen 600.000 sind frei. Und wenn er eine Million Minus macht? Dann kriegt er sein Grundeinkommen. Es gibt 40% Steuern mehr. 40% Steuern. Es gibt keine Staffelung, dies und das und jenes. Es ist ein einziger Steuersatz, 40%. 40% auf alle Einkünfte und 40% Steuersatz. Ich habe dann später das System ein bisschen umgetauft, das heißt dann bei mir 40, 400. Ja, sag mal so eine Frage. Jemand hat, sagen wir mal so, Grundbesitz für eine Million, da wird dann 40% davon besteuert. Was ist das, wenn der... Grundbesitz ist doch kein Einkommen. Grundbesitz ist doch kein Einkommen. Aber wenn man es vermietet. Wenn man es zum Beispiel vermietet. Ja, wenn er dafür eine Million Miete kriegt, muss er 400.000 Miete versteuern, ja. Aber wenn jemand wirklich dadurch sein Lebensunterhalt finanziert und ihm dann diese 40% fehlen, dann ist das doch auch besteuert. Das soziokulturelle Grundeinkommen ist ja dafür da, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. So, ob diese 400 Euro ausreichen, das ist so eine Sache. Ich rede ja nur darum, jetzt reden wir gerade über die Steuern. Die Steuern sind noch, wir waren uns eben gerade irgendwie einig, wir wollen alles, dass alle Steuern besteuert werden, also alle Einkünfte besteuert werden können. Hier werden nur 40% besteuert und alles nur im einheitlichen Spitzen, also im einheitlichen Steuersatz, nur im einheitlichen Spitzensteuersatz und im einheitlichen Steuersatz von 40%. Also derjenige, der 1.000 Euro verdient, kriegt von seinen 1.000 Euro, dann 400 Euro versteuert mit einem Steuersatz von 40%. Das ist aber wirklich ein Problem, wie jetzt, dass unser Spitzensteuersatz
früh anfängt und gering ist. Gut, dafür kommen wir jetzt wieder in das Lieblingsthema der negativen Einkommensteuer. Ne? Auch dieses System ist wieder über das Finanzamt zu machen. Ich bin also einer von den wenigen Gegnern, die dem Finanzamt die Macht geben wollen, über das Grundeinkommen zu gehen. Ich möchte eigentlich am liebsten, dass das Finanzamt mit dem Grundeinkommen nichts zu tun hat. Aber dann müsste ich noch viele, viele Leute gewinnen. Also die Gesundheitsprämie beträgt ja 400, das Bürgergeld beträgt nach Abzug der Gesundheitsprämie 400 Euro im Monat. Das sind 4.800 Euro im Jahr. Bei einem Einkommenssatz von 40% entspricht der Grundfreibetrag dann 12.000 Euro im Jahr. Mit dem Bürgergeld erhöht sich also die entlastende Wirkung des Grundfreibetrags auf Erwachsene von heute 8.004 Euro und 50% Kinder, also derzeit 7.008 Euro und fast 70%. Ja. Das heißt also, da unten wird ein bisschen was gemacht. Im Bereich bis zu 12.000 Euro hat man dann die Möglichkeit, hat man dann keine Steuer zu zahlen. Einkommen. So. Und dafür habe ich heute den Tafel da vorne hingestellt, weil ich jetzt viele fragende Blicke sehe. Damit man das mal. Also heute sind wir bei der Einkommensteuer. Erwachsene 8.004 Euro. Freibetrag. Kinder 7.008 Euro. Kinderfreibetrag. Das ist sozusagen das Kindergeld für Leute, die dann das Kindergeld nicht in Anspruch nehmen, die es bei der Steuer nehmen, wo dann nur 250 Euro ausgegeben haben. So, und diese Grenze wird angehoben auf 12.000 Euro. Aber da drinnen beinhaltet sind diese 4.800 Euro, die man bekommt als BGE. Das heißt also, das ist sozusagen das BGE. Bis dahin kann man noch frei verdienen an Steuern und ab dann bezahlt man Vollsteuern. Ab dann bezahlt man 40% von 40% seiner Einkünfte. Das bedeutet also grundgerechnet für den Millionär, der also 1 Million im Jahr verdient, Einkommen hat. Einkommen an Mieten, Zinsen, Pachten und so weiter, an Geschäften, an Vorträgen, was auch immer, an Pensionen und so weiter. Der hat also seine 1 Million da stehen. Der bezahlt dann darauf auch 400.000 seine Steuern. Und darauf zahlt er 40%. Man könnte auch sagen 16%. Man könnte auch sagen 16% auf alles. Ja gut, man könnte es so sagen, ja, aber das Einzige ist, geht ja darum, dass man diesen Freibetrag ja da damit gezogen hat. Der Freibetrag mit 12.000 Euro, das hört sich ja gut an, aber 12.000 Euro sind ja eigentlich nur 1.000 Euro im Monat. Das heißt also, einer, der von uns bei der Zeitarbeitsfirma arbeitet und bei der Zeitarbeitsfirma den nominalen Lohn kriegt, verdient gerade so darunter. Einer, der bei der Zeitarbeitsfirma 15 Cent oben drauf kriegt, weil er ein bisschen besser gewesen ist, weil der Chef gesagt hat, okay, du kriegst 15 Cent, der bezahlt dann Steuern. Von den 400.000, also 1% sind, davon 4.000. Da wisst ihr, was er an Steuern zu zahlen hat. Er zahlt ja immer noch viel Steuern. Nach dem heutigen Einkommenssystem ist es ja so, du fängst ja an mit einer Steuer von 10, 12% und die geht ja heute hoch
Bis wohin? Du weißt es ganz genau? 54? Nee, haben wir schon lange. 42? Genau, die Einkommensteuer geht heute hoch auf 42%. Und dann gibt es noch einen Zuschlag von 3% für Großverdiener. So, das ist das. Nur natürlich kannst du natürlich hier vorne natürlich auch erstmal die ganzen einen Abschreibungen runterrechnen, alles drum und dran, wie das eben beim Einkommenssteuersystem ist. Und dadurch ist das ja keine Vereinfachung des Steuersystems, es ist ja nur einfach nur eine Pauschalität. Es gibt ja auch andere Leute, die von einem pauschalen Steuersatz von 25% ausgehen, damit wäre Deutschland zu finanzieren. Ein pauschalen Steuersatz von 40% mag ja Deutschland finanzierbar sein, nur eben, sagen wir so, in der Beziehung, ich hätte lieber, oder ich würde es eher so sehen, dass das BG, was hier unten ist, überhaupt nichts mit der Steuer zu tun hat, dass danach jeder Pfennig, der verdient wird, voll versteuert wird, mit einer Progressionsstufe bis irgendwo hin und fertig, dann haben wir die Leute, die Spitzenverdiener sind, auch vernünftig am Staatshaushalt beteiligt, aber man muss sich das nur mal bildlich vorstellen. Der hat 600.000 Euro Steuern frei. Auf Hochdeutsch gesagt, der hat einen Freibetrag von 600.000 Euro. Und der kleine Mann hat 12.000 Euro. Hier ist es so ausgeführt, es gibt ja für jedes Unternehmen gibt es ja diejenigen, die Einkünfte haben. Genau. Das ist jetzt um die Definition, welche Personen, die wir sind oder ein Unternehmen oder wie ist das? Ja. So, das deutsche Einkommensteuersystem, weil die jetzt hier höhere Einkünfte, positive Einkommensteuer haben, müssen das Finanzamt bezahlen. Die weniger kriegen ihn vom Finanzamt ihre negative Einkommensteuer ausbezahlt. Das heißt, dass sie bekommen dann das Bürgergeld. Also du musst ja also zum Finanzamt gehen, eine Steuererklärung abgeben, sozusagen, damit du dein Bürgergeld kriegst. So. Wenn man jetzt dieses, ich habe das ganze Ding da durchgelesen mit den ganzen Steuern und wir sind ja da auch Sachen wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so weiter, stehen da auch drin. Diese Sachen werden auch so pauschalisiert ausgedrückt, aber nur ausgedrückt. Da sind keine festen Werte hinterlegt, mit denen man arbeiten könnte, weil das ist eben so eine Sache, die Gewerbesteuer fällt ja eigentlich theoretisch weg. Ja, und die Umsatzsteuer und die Mehrwertsteuer fällt auch theoretisch weg. Ja. Es handelt sich hierbei tatsächlich um ein BG. Das stimmt. Es gibt für jeden was, ohne dass er tatsächlich eine Leistung hinterbringen muss. Das ist neu. Bei der FDP ist es ja so, dass nur wer bedürftig ist, auch noch dann, nachdem er seine Steuererklärung gemacht hat, dann das Geld kriegen könnte. Erwachsene und Kinder sollen gleich viel bekommen. Das ist für die konservativen Kreise natürlich was ganz Großes, weil die konservativen Kreise ja immer davon sprechen, dass Kinder nur 60, 70, 80, 90% von den Erwachsenen kriegen sollen. Das Steuersystem wird grundlegend geändert. In meinen Augen wird es verkompliziert, weil man dadurch nicht mehr tatsächlich sehen kann, wer wie viel verdient. Man kann ja eigentlich theoretisch raten. Dieses System ist weiterhin aktuell bei den Konservativen. Die Konservativen sprechen immer noch sehr viel über ihr BGE im Hintergrund, nicht in der Öffentlichkeit. Sehr selten, dass noch Vorträge darüber gehalten werden. Also es ist nicht so, dass in der CDU irgendwo der Althaus und so weiter da rummarschiert und das ganze Ding da vorstellt, sondern es ist sehr selten. Das Buch wird in konservativen Kreisen gut gekauft. Also ist das die Schlussfolgerung, die dich da kommen lässt, dass es noch aktuell ist? Oder wie kommt man in konservativen Kreisen wird es noch sehr viel besprochen. Ach so. Es wird noch sehr viel darüber gesprochen, es wird sehr viel darüber diskutiert,
Aber es wird nicht so wie Götz Werner oder sowas ähnliches, dass er rumreist und ständig dieses Konzept vorstellt, sondern es ist nur so, dass es in den eigenen Kreisen besprochen wird. Aber so auf normaler Ortsebene oder sowas ähnliches, die wissen ja noch nicht, was sie was haben. Ja. Also ich habe hier mehrere Leute von der CDU angefragt und habe gesagt, ob irgendeiner bereit wäre, dieses Konzept vorzustellen. Da haben sie alle gesagt, wie? Was haben wir? So, und bei der Jungen Union braucht man gar nicht zu fragen. Die Jungen Union redet davon, wir möchten eine Kapitaldeckung der Versicherung. Wir möchten eigentlich alles umstellen in der Beziehung, dass jeder sich selbst versichern soll. Und ist das dann überhaupt mal aus Thüringen rausgekommen? Doch, ist ja 2010 bei einem Bundestreffen der CDU offiziell vorgestellt worden. Und es ist ja auch offiziell von der CDU in Auftrag gegeben worden. Die Konrad-Adenauer-Stiftung und dieses Institut haben ja beide diesen Auftrag der CDU geprüft und die CDU hat es auch bezahlt. Okay. Ja. Es handelt sich hier um dieses schöne Schlagwort soziokulturellen Existenzminimum. Das ist ungefähr das gleiche, was wir heute bei Hartz IV auch haben. Wo dann aufgelistet wird, der braucht 1,60 Euro für die Fahrkarte, 1,70 Euro für die Kinokarte im Monat oder sowas ähnliches in der Beziehung. Deswegen habe ich dieses Wort so schön in Klammern geschrieben, weil ich kann es tatsächlich nicht mehr aussprechen. Ne? Die Berechnung der Bürgerversicherung ist für mich nicht nachvollziehbar, weil das ist sehr pauschal genannt, sind 200 Euro. Ich habe selbst eine Berechnung durchgeführt für eine Bürgerversicherung und da bin ich bei einer Bürgerversicherung rausgekommen von 150 Euro pro Person. Inklusive, dass die Abgaben für die DK, also für diese 10 Euro für die Kranken und so weiter, entfallen, wenn sie zum Arzt gehen. Hat auch schon jemand an die Fortschreibung gedacht, wie der Betrag dann in Zukunft fortgeschrieben wird? Ich kann dir ganz einfach sagen, wenn alle wieder in der Versicherung drin sind, wird die Versicherung auch wieder viel billiger. Weil es ist ja das Problem, was wir heute haben, dass wir 40 Millionen Menschen haben, die sozusagen von dieser Versicherung abhängig sind und nur 18 Millionen reinzahlen. Wenn jetzt alle wieder reinzahlen würden, wäre das ganz anders. Außerdem bin ich auch nicht der Meinung, dass Kinder den gleichen Betrag in die Bürgerversicherung reinzahlen müssen wie Erwachsene. Wenn man so sehen, man hätte normalerweise sich das ganz einfach nehmen können, hätte die 20 Milliarden, die wir jedes Jahr für die Mitversicherung ausgeben können, auf die Kinder aufteilen können und hätte das freistellen können und fertig, Schluss, aus. Aber das sind alles solche Sachen, das sind alles solche Spielereien, die man hinten hat. Es ist das Konzept von der CDU und nicht das Konzept von Leuten, die sich damit auskennen. Entschuldigung. So, nur die 40% auf alle Einkünfte, mit einem einheitlichen Steuersatz von 40%, das ist ungefähr, das kann man sich vorstellen, wie 40% die Märchensteuer. Und gleichzeitig vorstellen, die 40% sind 60% Steuerersparnis für die Reichen. Ganz einfach gesehen. So, ich habe dazu auch ein kleines Fazit geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das gerne hören wollt, aber ich bin nun mal einer, der auch positive Punkte finden möchte. Ja. Also auch die Konservativen haben ein Konzept in der Schublade, dass unsere Gesellschaft freier und gleichberechtiger machen soll, sowie das Hartz IV abzuschaffen. Wie jedes Konzept hat es Haken und Ösen, ganz klar. Es ist ja überhaupt auch gar nicht mehrheitsfähig und gar nichts. Es gibt ja auch überhaupt gar nichts. Es ist tatsächlich ein BGE. Auch wenn da dieser kleine Haken steht in der Beziehung, dass es über die Steuer läuft. Ja? Es ist mit der Freibetragsrechnung wird wieder ein Unrechtsfaktor eingebunden, der natürlich wieder da sitzt. Das heißt, man geht, wenn man jetzt arbeitslos, also wenn man jetzt länger arbeitslos ist, muss man dann zum Finanzamt gehen und beim Finanzamt sich sozusagen das BGE beantragen. Ja? So, das bedeutet, es ist wieder eine Hemmschwelle da. Und das hat damit, das ist das, aber man kriegt es. Es steht jedem zu.
Das ist schon mal ein Grundgedanke, der bis jetzt ja nicht da war, bis jetzt ist immer der Grundgedanke da. Nur den Leuten, die sich der Gesellschaft unterordnen, die sollen ein Einkommen kriegen, alle anderen nicht. In dem Augenblick wäre es zumindest so, dass die Leute ein Einkommen kriegen würden. Also es würde auch ein Künstler, Dichter oder sowas ähnliches sein Grundeinkommen kriegen, ob er davon leben kann. Amen. Das ist ja das große Problem bei Künstlern überhaupt. Ja. Ja. Genau. Bis jetzt ist es noch nicht bei der CDU beschlossen. Das kann, ich habe ja gesagt, das ist bis jetzt schon ein Parteitraining gewesen und alles drum und dran. Es ist eben nur eine kleine Antwort auf die drängenden Fragen und Probleme. Ob damit das Bruttoinlandsprodukt angekurbelt wird und großartig gesteigert wird, sehe ich nicht. Weil das größte Problem, was wir in Deutschland haben, ist das Bruttoinlandsprodukt. Das ist nicht da ist, wenn man unser Bruttoinlandsprodukt gegen unser Bruttoinlandsprodukt sieht, sind wir Bangladesch in Europa. Und wir machen alle Länder um uns herum arm. Ja, und das ist der größte Mangel in der Geschichte. Altersarmut wird im Ansatz tatsächlich mit diesen Systemen bekämpft. Weil da natürlich auch solche Sachen wie Erziehungszeiten, Elternpflege und solche Sachen, wo man tatsächlich nicht Einkommen erwirtschaften konnte, um eine Rente aufzubessern und so weiter, mit berücksichtigt wird. Das halte ich schon mal sehr gut, dass da vorne so ein kleiner Ansatz drin ist. Dieser Ansatz muss man eben loben, zugutestellen. Jugend- und Kinderarmut ist durch die mutige Gleichstellung, dass die Kinder das gleiche BGE kriegen sollen wie die Erwachsenen, ein richtiger Schritt, weil mit diesem unsäglichen Kindergeld ist nichts da. Kindergeld wird ja auch noch so berechnet, dass die Leute dann sozusagen vom Hartz IV es noch angerechnet kriegen. Und nicht bedingungslos für jedes Kind das gleiche. Natürlich, weil das die Binnenwirtschaft stärken würde, weil die Kinder, ich weiß nicht, ob ein Kind von 60 oder 30 oder 80 Euro, ich meine, auch wenn das jetzt ein sagen wir mal so, ein Kind ist, das jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, so gut betucht ist und die Eltern sich da schon einen abrackern, ob die dann 60 oder 80 Euro Taschengeld kriegen, ich weiß nicht, da denke ich drüber nach, aber wenn jedes Kind bedingungslos das bekommt und dann wird es auch für die Wirtschaft richtig gut sein, weil das, was hier in Deutschland vernachlässigt wurde, ist die Binnenwirtschaft. Dieser ganze Export nach Europa ist ja nicht das, dass das ein Export ist. Euro heißt Binnenmarkt. Das bedeutet, alle Länder, die den Euro haben, ist kein Export von deutscher Sicht aus, sondern ist es nur Binnenmarkt. Man macht jetzt keinen Export. Das, was dann ausgeht, das ist dann Export. Ich habe gerade gesagt, das Produkt wird hier nicht großartig gesteigert, weil diese 400 Euro für das Kind sind nicht die Welt, wenn die Eltern dafür 400 Euro kriegen und mit diesem Geld ja auch nicht klarkommen. Wir haben heute, wo ist der 384 Euro oder sowas, ist der Hartz-IV-Satz im Augenblick, ne? Ja, 70. Ne? So, das sind also 16 Euro mehr als der Hartz-IV-Satz. Von der Seite aus ist da keine großartige Steigerung zu sehen. Die Anrechnung findet ja nicht mehr statt, das ist das Wichtige, dass die Anrechnung dann nur noch mit den Steuern stattfindet. Deswegen haben die das Kind einen Freibetrag und die Erwachsenen einen Freibetrag. Das ist das Schöne. Und dadurch ist dann die Gleichstellung da. Bloß das heißt, die Kinder verdienen selten Geld. Das ist nun mal so unfertig. Du hattest noch eine Frage gestellt. Darf ich noch was dazu sagen? Der Punkt ist, die Kinder sind von der Werbewirtschaft die am meisten Geworbenen. Ja? Und Kinder haben eigentlich am wenigsten Geld und die liegen dann auf der Tasche von den Eltern. Der Punkt ist, wenn das BGE auch für kleine oder für seit dem Geburtsalter gibt, dann müssen die Eltern ihre Kinder informieren, aber die Kinder hätten für den Binnenmarkt was zur Verfügung, wenn hier die Hauptzielgruppe sind der ganzen Werbewirtschaft, in Anführungszeichen. Das kann man dann sehen, wie man will. Ja, ich meine, Was die Kinder dann kaufen, das ist nicht woanders.
Na, ich wollte das anmerken. Ist eigentlich bewusst, dass wenn die Kinder tatsächlich, meinetwegen jetzt 1000 Euro beim Götz oder wie es auch immer sein mag, dass dann auch man sagen könnte, okay, man zahlt jetzt für Sachen, die man sonst umsonst bekommen hat, zum Beispiel Schule. Man sagt, das Kind muss in die Schule, aber das kostet dem Kind jetzt meinetwegen 600 Euro. Das heißt, von den 1000 bleiben nur noch 400 übrig, was immer noch mehr ist wie diese 180 Kindergeld. Wenn das der Fall ist, dann sind Eltern, ich weiß nicht, wer schon alles Eltern ist oder war, in einer ganz anderen Position. Weil wenn man heute zum Beispiel auf den Elternabend geht, das ist ein Niveau teilweise, das glaubt man nicht, wie sich die Leute gegenseitig anmachen und die Lehrer, wie sie unterwegs sind, wenn sie da einstecken müssen, dann ist es doppelt und dreifach bei den Kindern raus, wenn sie da die Möglichkeit haben. Wenn das aber jetzt tatsächlich Leistung erkauft werden würde, mehr oder weniger jedes einzelne Kind in die Situation kommt, dass es Privatunterricht nimmt, den er auch bezahlen muss, dann hätte man eine ganz andere Einstellung zu der ganzen Sache. Und die Lehrer, die ja teilweise wirklich an Narzissmus nicht zu überbieten sind, weil sie denken, sie sind die Größten, weil sie da gegen wehrlose Kinder gegenüberstehen, die wären in einer ganz anderen Position. Mit diesem Thema haben sich auch schon einige Verfahren befasst. Ich hab mit diesem Thema auch schon gewidmet und ich bin auch der Meinung, dass Kinder zwar das gleiche bedingungslose Grundeinkommen kriegen sollten wie die Erwachsenen, aber dass eben dafür die Gemeinden einen Teil von diesem Grundeinkommen kriegen sollen, in die Gemeinde, wo die Kinder zur Schule gehen, und dass auch diese Gemeinde das Geld hat. Aber das kann ich dann mal vorstellen, beziehungsweise kannst du da hinten nachlesen und so weiter, wenn ich das habe, und dann kannst du auch mal die Gesetze. Ganz kurz vielleicht noch, das Tolle wäre ja dann auch, dass diese unsäglichen Jugendämter nicht mehr so gemacht hätten, weil wenn dann meinetwegen ein Kind 1000 Euro hat und die Eltern entscheiden, okay, ich schicke das jetzt in diesen Kindergarten oder in jenen, der kostet so viel, der bietet das, der bietet jenes, und die Eltern entscheiden selber, dann braucht man dieses Amt letztlich gar nicht mehr, weil die entscheiden momentan über Ja und Nein bei verschiedenen Sachen, da wird eine Hilfsbedürftigkeit festgestellt, wie dann das Geld konkret umgeleitet wird in die Taschen der entsprechenden Sozialarbeiter, entscheiden die. Und wenn das jetzt jedes Kind bekommt und dann die Eltern treuhänderisch darüber entscheiden würden, würden diese Ämter und die Kriminalität, die damit verbunden hat, fast gegen Null laufen. Also ich bin auch absolut deiner Meinung. Ich bin sogar so weit, dass die Kinder alle ein eigenes Konto kriegen sollen und das Geld soll auf ein eigenes Konto gehen. Und von diesem Konto aus soll der gewisse Anteil an die Wohnung, die Kinder, also jedes, was die Eltern kriegen sollen, umgebucht werden, sodass die Kinder jede Klassenfahrt alles mitmachen können, sich eben auch Schulbildung erkaufen können, also dann ist die Nachhilfe, dies und das und jedes, was die Eltern nicht mehr keine Verfügung haben. Aber das ist jetzt ein Schritt, der eher in ein anderes Projekt reingeht. So, also laut den Alters ist dieses Bürgergeld der Schlüssel und schafft Unabhängigkeit und Spielraum. Dieses sehe ich leider noch nicht bei 400 Euro. Kann ich sagen, bei 400 Euro sehe ich dann auch keinen Spielraum. Ich sehe einen Spielraum in der Beziehung, was bei der Altersarmut angeht, dass die Altersarmut ein bisschen eingeschränkt werden könnte. Und ich sehe einen Spielraum in der Beziehung, was bei den Kindern da ist, also dass die Kinder ein bisschen besser gestellt werden. Aber ich sehe auch keinen Spielraum in der Beziehung, was Familienförderung ist, was ein Zusammenleben in der Beziehung bringen sollte. Und natürlich die Bedürftigkeitsprüfungen, die dann noch da weiterhin sind oder sowas ähnliches. Also zum Beispiel, wenn einer zuckerkrank ist, dies und das und jenes, die würden ja dann bleiben. Und das halte ich dann für doch ein bisschen unsäglich. Also das ist immer noch eine Bedingung. So, ganz kurz. Den Begriff soziokulturelles Mindesteinkommen deute ich folglich als sozialdemokratisch-kulturelles Grundeinkommen. Denn das hat ja der Schröder definiert, dass Hartz IV irgendwie ausreichen soll für einen erwachsenen Menschen. Und auf diesem Niveau soll jetzt auch dieses Grundeinkommen. Ein Unterschied vor 10 Jahren
sollten es 400 Euro sein. Heute nach 10 Jahren sind es doch keine 400 Euro. Nicht mal. Ne? So. Und das ist eben der große Unterschied. Und sagen wir so, ein Konzept mit solchen Mindeststandards einzubringen. So, wenn man diese Mindeststandards einbringt, das heißt immer, dass da noch was runtergekürzt wird. Das bedeutet, dass dann zum Schluss zum Beispiel dann 380 Euro übrig bleiben oder was ähnliches. Und da bin ich ganz vorsichtig in der Beziehung, um das zu sagen. Das Einzige, was an diesem Konzept mir gefällt, das ist zumindest, dass diese 12.000 Euro da sozusagen als steuerfreie Linie da sind, auch für die Kinder und so weiter. Also dass man sozusagen als Familienvater zwei Kinder und eine Frau dazu, hast du 48.000 Euro steuerfreies Einkommen. Das ist eine grundlegende Sache, aber es geht eben nur darum, dass hier dieses Konzept soll Arbeit fördern, soll nicht fördern, dass die Leute zum freien Denken gezwungen werden. Da sind wir noch einen Riesenschritt von entfernt. Ich habe hier noch einen Kommentar und dann bin ich auch gleich fertig. Es war in meinen Augen schon ein sehr großer Gedanke. Ich bin froh, dass ich sogar aus der CDU komme. Natürlich ist es sehr zielgerecht für die konservativen Gruppen gestaltet. Kinder, Haus, Herd, könnte man sagen. Aber das ist nicht ganz so. Einzelne Gedanken sind hier sehr gut zusammengefasst, aber sehr bürokratisch und auch wieder viel zu kompliziert, so dass zum Schluss ein Hartz V bleibt. Ich könnte gerne zitieren. So, damit ihr seht, dass diese Sachen immer noch aktuell sind, morgen gibt es in Hamburg gute Regierung, ne, und da wird dieses Projekt vorgestellt von Herrn Brechert aus Erfurt, der damit geschrieben hat und so weiter. 10 Euro Eintritt kann man sich ja schnell mal leisten, also ist genauso toll wie bei der Zeitung. Diese Hamburger Utopiewochen, sind die irgendwie? Sind in der BG-Szene bekannt. Ah ja. Also in der WG-Szene, wenn man da sich ein bisschen auskennt, ist Hamburg sozusagen eins der wichtigen Sachen nach München. So, ich habe hier noch einen Link mit Quellenangaben dazu geschrieben, dass man alles dann auch nachlesen kann, wenn man sich damit noch genauer beschäftigen will. Machst du einen Rundleser mit? Ich habe da vorne eine Liste hingelegt, auf diese Liste kann sich jeder eintragen, der dieses Ding haben will. Dann schicke ich das denjenigen zu, weil, sagen wir so, hier stecken 300 Arbeit drin, ich schicke es denen gerne zu, als PDF-Datei und so weiter, dann kann das auch gerne verbreiten, aber dass ich das so an die 80, 90 Leute, die bei mir in meinem E-Mail-Verteiler drin stehen, wegschicke, das mache ich nicht, weil die sollen auch gerne mal hierher kommen. Bin ich der Meinung, weil man muss ja auch vieles davon hören. So, und jetzt ist gleich Platz für Fragen, aber ich habe noch von Sebi eine wunderschöne Mitteilung gekriegt. Hiermit eine Vorankündigung. Sebi hat für den 21.11. um 19 Uhr im Forum des Jugendhauses Mannheim die Hartz-IV-Vorstellung in den Raum gekriegt. Ah, okay. Das wäre dann sozusagen die Anschlussveranstaltung. Adresse? Forum in Heidelberger Blüten. Ja, gut. Das schickt man dann tausendmal noch rum. Bis zum 21.11. haben wir noch viel Zeit. Nur, dass ihr schon wisst. Gestern im Kaffee, den wir gestern waren. Ja, genau. Okay. Ja? Da hat er rumtelefoniert, dies und das und jedes, weil ich gesagt habe, ich kann doch hier nicht herkommen, ohne einen neuen Termin zu kriegen. Ich will mit meinen Kindern Fahrrad fahren. Du kannst ja gerne Fahrrad fahren. Aber wenn ich hier um 21.30 Uhr fertig bin, habe ich den Termin vorliegen. So, er hat es geschafft. Ne? Also ich bin 21. So. Also ich bedanke mich auch sehr bei euch. Wenn ihr jetzt noch Fragen und Gedanken habt, können wir die auch gerne austauschen.
Was mir neu war, war, dass also dieses einzige Modell ist, wo es für Kinder gleich ist, das habe ich immer.